Ich zeige Ihnen heute auch einen weiteren Klassiker der österreichischen Küche. Eine geschmorte Rindsalade mit Rotwein und Stampferdäpfeln. Sellerie, gelbe Rüben, Karotten und Essiggurkeln in Stifte schneiden und in Speck wickeln. Das Fleisch mit Senf bestreichen, anschließend salzen und pfeffern. Das vorbereitete Wurzelgemüse auflegen und die Schnitzel einrollen. Mit Küchengarn in Form bringen. Die Rouladen in einem Topf mit angebratenen Rindsknochen sowie geschmorten Karotten, Sellerie, gelben Rüben und Zwiebeln von allen Seiten anbraten. Tomatenmark zugeben und mit Rotwein ablöschen. Portwein und Rindsuppe zugießen, mit Lorbeerblättern, Koriander, Pfefferkörnern sowie Kapernbeeren im Ofen bei 160 Grad 90 Minuten schmoren. Das Gemüse durch ein Sieb passieren und die Rindsrouladen vom Küchengarn befreien. Die gekochten Erdäpfel abseihen und gemeinsam mit Muskatnuss und Crème fraîche stampfen. Frisch geschnittenen Schnittlauch unterheben. Die Stampferdäpfel gemeinsam mit der Rindsroulade auf einem Teller anrichten. Mit Kerbel und fein geschnittenem Wurzelgemüse garnieren. Viel Spaß beim Nachkochen!